Konstruiere über VSW das Dreieck ABC mit Alpha gleich 60 Grad, Gamma gleich 40 Grad und B gleich 6 cm. Wir überprüfen erstmal, existiert überhaupt dieses Dreieck? Dafür muss man zwei Dinge überprüfen. Einmal, ob die Dreiecksungleichung gilt. Das heißt, zwei Seiten eines Dreiecks müssen immer zusammen größer sein als die dritte Seite. Aber da wir hier nur eine Angabe über eine Seite haben, können wir davon ausgehen, die Dreiecksungleichung ist erfüllt, beziehungsweise wir können nicht mehr darüber aussagen. Zweite Eigenschaft ist die Winkelsumme 180 Grad, beziehungsweise überschreitet sie die 180 Grad nicht. Wir haben zwei Winkel, zusammen ergeben sie 100 Grad, also muss der dritte Winkel eine Größe von 80 Grad haben, das ist damit auch okay. Für die Konstruktion selber brauchen wir eigentlich nur zwei Schritte. Zuerst machen wir eine Skizze, in der wir eintragen, was haben wir überhaupt gegeben und wo liegen welche Seiten. Und als zweiter Schritt folgt dann die eigentliche Konstruktion. Also zuerst eine Skizze eines beliebigen Dreiecks, die muss nicht maßstabsgetreu sein. Dann beschriften wir dieses Dreieck, hier sind die Punkte A, B, C, gegenüber von Punkt A liegt die Seite A, gegenüber von Punkt B liegt die Seite B, gegenüber von Punkt C liegt die Seite C, bei A liegt der Winkel Alpha, bei B liegt der Winkel Beta und bei C liegt der Winkel Gamma. So, als nächstes mit einem Farbstift markieren, was haben wir alles gegeben? Einmal der Winkel Alpha mit 60 Grad, dann der Winkel Gamma mit 40 Grad. Und noch die Seite B. So, und jetzt sieht man, glaube ich, hier diesen Kongruenzsatz sehr deutlich. WSW heißt ja nichts anderes als Winkel, Seite, Winkel. Also zwei Winkel und die anliegende Seite. Winkel, anliegende Seite und nochmal ein Winkel. So, gehen wir an die Konstruktion. Wir fangen immer an mit der Zeichnung der Seite. Also wir zeichnen zuerst die Seite B. Das ist die einzigste Seite, die wir haben, deswegen ist auch logisch, mit der anzufangen. Ich zeichne die Seite gleich so ungefähr hin, wie es jetzt in meiner Skizze zu sehen ist. Also die Seite B mit 6 cm und ihren Eckpunkten A und C. So, jetzt weiß ich weiter. Der Winkel Alpha ist 60 Grad groß, also zeichne ich in A den Winkel Alpha an. Dazu nehme ich jetzt mein Geodreieck, messe die 60 Grad aus und zeichne hier einen freien Schenkel. Also habe ich hier diesen Winkel mit 60 Grad. Achte bitte darauf, die richtige Skala auf dem Geodreieck zu nehmen. So, jetzt nochmal das gleiche. Ich habe hier oben den Gamma mit 40 Grad, das heißt, ich trage bei C den Winkel Gamma ab. Wieder mit Hilfe des Geodreiecks, auch hier gilt wieder die richtige Skala benutzen des Geodreiecks. Und dann erhalte ich so einen freien Schenkel. Ja, jetzt bleibt nur übrig, wo liegt der Punkt B? Natürlich hier der Schnittpunkt dieser beiden Schenkel wird der Punkt B sein. Und damit habe ich mein Dreieck ABC. Also Schnittpunkt gleich B. Ja, und damit ist meine Konstruktion fertig.